Und wir sind jetzt hier zum Thema Geschenke für Geschenkemuffel. Oder? Gelegenheitsspieler. Gelegenheitsspieler. Ach nee, Geschenkemuffel kommt ja so später dran. Ja, ja, ja. Aber für Gelegenheitsspieler, genau. Und wir haben natürlich auch überaus hervorragende Gäste, die uns da zur Seite stehen. Jetzt finde ich ja dummerweise meine Unterlagen überhaupt nicht mehr. Alles durcheinander. Kannst du mal kurz hier reingucken? Ja, das wäre gleich ganz gut. und zwar mit den Spielerebellen, Mensch. Ja, also, Gelegenheitsspieler. Seid ihr denn überhaupt noch Gelegenheitsspieler oder trifft das bei euch nicht so richtig? Nein. Nein. Aber habt ihr in eurem Umfeld viele Gelegenheitsspieler, die ihr versucht? Ja, die gibt's schon, ja. Gibt's noch ein paar Gelegenheitsspieler, die ihr noch nicht überzeugt habt, so komplett? Ach na, ich sag mal, wer gelegentlich spielt, ne, der ist ja zumindest schon mal angefixt. Da kann man ja mal das drauf stimmt. aufbauen. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Ja, ja, die Übergangsphase vom Nichtspieler zum Spieler ist da mehr Überzeugungsarbeit. Das stimmt, ja. Das ist auch immer so eine so oft gestellte Frage, was macht denn eigentlich ein Gelegenheitsspieler? Also wann ist man Gelegenheitsspieler und wann ist man Vielspieler? Ja. Und da gibt es tatsächlich Definitionen, die sehr, sehr, sehr weit auseinanderliegen. Der eine sagt Gelegenheitsspieler maximal einmal pro Woche, wo andere so sagen, also einmal pro Woche spielen, das ist ja total häufig. Ja, klar. Ja, und deswegen ist das gar nicht so einfach, das zu definieren. Aber wir einigen uns doch mal drauf, dass es Leute sind, die immer mal ein Spiel spielen, die also jetzt nicht komplett unbeleckt sind und die, wenn sie dann immer mal ein Spiel spielen, was jetzt nicht zwingend Monopoly heißt. Genau. Ja. Genau. Ja, also und halt auch nicht dieses Regelmäßige drin haben, sondern einfach, wie gesagt, wenn halt mal eine Gelegenheit da ist, um zu spielen. Genau. Ja. So, und was empfehlen wir denen jetzt? Wir haben ja jetzt unsere große Weihnachtsgeschenkemarkt heute. Wir wollen natürlich Weihnachtsgeschenktipps geben für Gelegenheitsspieler. Und nur gut, dass wir euch als Profis haben, denn die Tipps kommen nämlich diesmal von euch. Hoffe ich. Ja, also wir haben uns natürlich haben uns ein bisschen Gedanken gemacht, haben hier auch ein paar Stapel rings um uns liegen, um da ein bisschen was vorzustellen. Und was uns immer so aufgefallen ist, gerade beim Thema Gelegenheitsspieler, das sind ja manchmal auch vielleicht die Eltern oder Leute, die man dann an Weihnachten irgendwie trifft und so weiter, Familie, wenn man das kennt. Und da würden wir gleich mal mit einem Spiel einsteigen, das im letzten Jahr oder vor 2 Jahren so ein bisschen für Furore gesorgt hat. Und zwar ist das nochmal die Crew. Gelegenheitsspieler jetzt mal so interpretiert, Leute, die vielleicht schon mal Stichspiele spielen oder die viel Skat spielen oder sowas. Und da ist das einfach eine sehr schöne Abwandlung, ein Stichspiel mal kooperativ zu spielen. Wir haben jetzt immer für uns entdeckt die zweite Version, die Crew-Mission Tiefsee, die das nochmal ein bisschen auf ein, finde ich, höheres Niveau gehoben hat und es einfach interessant macht. Ja, so ein Stichspiel zu spielen, aber eben zusammen. Und da haben wir die Erfahrung gemacht, dass wir sehr gut dann auch um die Eltern, Großeltern und so weiter da mal an neue Spiele ranführen können. Und das eignet sich unserer Meinung nach auch als Geschenk, gerade so für diese Abteilung sehr, sehr gut, weil man dann auch am Weihnachtsabend direkt mal anfangen kann und eine Runde spielen kann im Familienkreis und dann alle so zusammen knobeln. Wie kann man denn jetzt die rote 8 noch irgendwie demjenigen Zuschuss dann, die unbedingt bekommen muss, oder wie kann man dafür sorgen, dass der eine Spieler den letzten Stich bekommt und so weiter. Und das ist einfach so ein gemeinschaftliches Rätseln auf diesem Stichspielansatz aufgesetzt und es macht immer wieder Spaß und für uns wirklich eine Dauerempfehlung, was das angeht. Ich glaube, dass was jetzt bei die Crew auch gut ist für Gelegenheitsspiel, dass so die einzelne Runde an sich braucht ja nicht so lang. Also bis man es schafft, vielleicht schon. Also wenn man dann mehrere Versuche braucht. Aber so, es ist jetzt nichts, wo man anfängt und dann erst irgendwie, weiß ich, 2 Stunden später ist das Spiel erst zu Ende. Also vielleicht schon, weil man es weiterspielen will, aber nicht von vornherein. Mhm. Also man kann schnell mal anfangen und ja, finde ich gut als Tipp. Ja. Ja. Genau, man kann sich da auch ein bisschen rantasten, es gibt ja diese Missionen und so weiter. Und dann wird es halt ein bisschen schwieriger und das ist eigentlich immer eine schöne, schöne Geschichte. Dann mache ich einfach weiter mit dem nächsten Spiel. Das ist Voll verplant. Und bei Voll verplant habe ich es mit einem Flip-and-Write-Spiel zu tun, bei dem ich versuche, möglichst effizient U-Bahnlinien abzukreuzen.
Und natürlich spielt man gegeneinander, aber das Schöne daran ist, die Regeln sind total schnell gelernt. Und was noch schöner daran ist, eine Partie ist schnell vorbei, man kann sich schnell in die Regeln einarbeiten. Deshalb ist es auch gut für Gelegenheitsspielerinnen und Spieler geeignet. Genau, das war so ein bisschen die Flip and White-Ecke. Mhm. Ja. Mhm. So. Dann machen wir einfach weiter. Gerne. Ja, ja. Macht ruhig. Genau. Dann haben wir diesen Spiele hoffentlich bald Klassiker, den wir gerne vorstellen möchten. Jetzt wird es ein bisschen komplexer. Da ist dann wirklich schon der Gedanke, man hat schon mal ein bisschen was gespielt, kennt schon mal so das eine oder andere Spiel. Aber vielleicht jetzt noch nicht so wahnsinnig umfangreich. Und bei Burgle Bus geht es darum, wir spielen kooperativ Einbrecher, die versuchen, in ein Bürogebäude einzusteigen und da verschiedene Tresorräume auszuräumen. Und jede Figur hat halt so eigene Fähigkeiten, eigene Möglichkeiten, dann so dem Team zu helfen. Und auf jeder Etage ist dann immer noch so ein Wachmann unterwegs, der einen dann versucht, immer zu finden. Und das Spiel ist halt, das macht einmal das Thema, macht es wirklich sehr, sehr schön, weil das halt so ein, ja, so ein bisschen dieser, ja, 60er-Jahre-Heist-Movie, auch so ein bisschen dieses Ocean's 11, was man vielleicht so kennt, das spricht das sehr gut an, ist also thematisch, finde ich, sehr, sehr zugänglich. Und das Schöne daran ist, im Prinzip muss einer nur richtig die Regeln können, dann kann man das eigentlich schon ganz gut spielen, weil die Kernregeln sind sehr, sehr einfach. Es gibt dann noch so ein paar Sachen, die man vielleicht beachten muss, aber insgesamt kann man da gemeinsam sehr gut vorangehen. Und es ist wirklich knifflig und ist auf jeden Fall ein hoher Wiederspielwert, weil wir haben zumindest die Erfahrung gemacht, so schnell ist man da nicht am Ende und hat nicht alle drei Tresore geknackt und ist dann irgendwie über den Heliport entkommen. Da muss man schon ein bisschen dran arbeiten. Also hier ist ein Heliport, auch oben auf der Schachtel. Eine der schönsten gestalteten Brettspielschachteln, die wir kennen. Mhm. Das Ja. Wie ist das so? Ist es schwer zu lernen, das Spiel? Oder also vom Einstieg her? Es geht, also man muss natürlich die Regeln schon mal irgendwie gelesen haben. Am einfachsten ist, wenn man jemanden hat, der es schon kennt, dann kann man halt ganz einfach reinkommen. Aber ich sag mal, die Regeln sind jetzt nicht extrem umfangreich. Man kann da schon reinkommen und es ist halt ganz einfach. Man hat immer vier Aktionen. Das ist so der Kernmechanismus, den man haben oder den man wissen muss. Und dann muss man halt so ein bisschen wissen, was machen die Aktionen und so weiter. Ansonsten wird vieles auch einfach erklärt durch die Räume, die man aufdeckt, weil die bestimmte ja, bestimmte Bedingungen haben, da passiert dann irgendwas, da gibt es dann irgendwie einen Laser, den man irgendwie ausweichen muss oder da ist ein Zahlenschloss, das man dann irgendwie vorher erst knacken muss und solche Dinge. Und das wird aber eigentlich so durch den Spielplan vorgegeben, deshalb reinkommen kann man da eigentlich ziemlich schnell, würde ich jetzt mal sagen. Also ich denke schon, dass es eine wichtige Voraussetzung ist, gerade wenn man, also wenn man vielleicht weiß, okay, die interessieren sich zwar grundsätzlich für Spiele, aber eigentlich gar nicht so eine richtige Ahnung hat, auf welchem Level sozusagen, wenn man jetzt dann denkt sich, also ein Spiel ist ja grundsätzlich eine gute Geschenkempfehlung, aber was ist denn nun das Ding, was ich jetzt jemandem zumuten kann, wenn ich überhaupt nichts über dessen Spielgewohnheiten weiß, weil ich es ja vielleicht auch gar nicht selber ausprobieren konnte, mit diesenjenigen welchen schon mal zu spielen. Ja, und halte ich persönlich zumindest das für eine gute Idee, zumindest erstmal Spiele zu nehmen, die zumindest vom Anspruch der Spielregel her, also von der Erlernbarkeit her, so ein bisschen eine gewisse Zugänglichkeit haben. Ja. Also ich hatte jetzt auch den Eindruck, dass euch das auch wichtig war, weil die anderen Empfehlungen sind zumindest alle so. Bei Burgle Bros kann ich jetzt persönlich nicht einschätzen, weil das habe ich noch nicht gespielt. Aber das war so mein Eindruck dabei. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, kann man da auch so ein bisschen den Schwierigkeitsgrad anpassen. Gab es verschiedene Level, wenn mich nicht alles täuscht? Also ja, man kann ein bisschen drehen, aber ich sag mal, das ist dann wirklich ja eher die Spielerfahrung, die dann halt schwieriger wird. Also regeltechnisch verändert sich da nicht so wahnsinnig viel. Klar. Es ist, wie gesagt, das ist halt eher dann so, wenn man es dann nicht schafft, dann kann man da vielleicht nochmal ein bisschen dran basteln, das ist dann schon möglich. Aber ja, insgesamt denke ich auch, der Einstieg muss halt irgendwie über zugängliche Regeln funktionieren und ich finde halt immer, das Thema ist auch wichtig. Wenn man sich damit irgendwie gut identifizieren kann, sich das gut vorstellen kann. Und das ist halt bei dem Burgle Bus, finde ich, hier so, man ist da irgendwie Einbrecher, man muss da irgendwie was tun und so. Und dann sind die Regeln viel, viel einfacher irgendwie nachzuvollziehen, als wenn das jetzt so ein ganz abstraktes Ding ist. Ne? Das finde ich immer auch nochmal so ein Punkt.
Anpassbar wird es dadurch, also wir bauen ja auf dem Tisch die drei Stockwerke nach, die das Gebäude hat, und müssen uns natürlich in jedem Stockwerk auch zur Treppe vorkämpfen, um dann in das nächste Stockwerk zu kommen. Und wir dürfen uns dabei auch nicht von den verschiedenen Wachleuten erwischen lassen. Ich glaube, der Knackpunkt ist so ein bisschen, sich da am Anfang reinzufinden. Wichtig ist, dass es eine Person am Tisch gibt, die das Spiel kennt, wenn es eben Gelegenheitsspieler sind. Aber wir haben das auch schon mal mit älteren Kindern gespielt. Da ist so ein bisschen die Frage Frustrationstoleranz und Aufmerksamkeitsspanne. Aber von den Regeln her kapieren das ältere Grundschulkinder schon, wie man das spielt. Das ist nicht besonders kompliziert. Man kann das anpassen, wenn man sagt, wir spielen jetzt nur mal zwei Stockwerke oder nur mal ein Stockwerk. Ja, genau. Mhm. Und der Knackpunkt dabei ist auch, dass die Wächter im Gebäude sich unterschiedlich schnell bewegen. Auch da hat man so eine kleine Einflussmöglichkeit, mit der man es tendenziell auch ein bisschen einfacher oder auch schwieriger machen kann, wenn man das möchte. Mhm. Habt ihr denn noch weitere Tipps auf der Liste? Ja, klar. Wir haben noch viele Tipps auf der Liste. Super. Ja. Ganz neu. Haben wir jetzt in letzter Zeit sehr, sehr oft gespielt, Akropolis. Damit wollen wir uns jetzt nicht einschleimen, gibt es ja bei der Spieloffensive. Aber hat uns wirklich unglaublich gut gefallen. Fanden wir sogar einen Ticken besser als Cascadia aus diesem Jahr, ihr Spiel des Jahres, was ja sehr durch die Decke ging, ist ein Legespiel, das sehr, sehr zugänglich ist, weil wir bauen im Prinzip alle so historische bzw. griechische Stätten auf. Hier sieht man so diese Teile, ne? Hat man dann halt so Wohnviertel und Steinbrüche und andere Viertel, die dann platziert werden. Und je nachdem, wie gut man das macht und ob man das auch schafft, in die Höhe noch ein bisschen zu bauen, gibt es so Multiplikatoreffekte. Dann kann man hier, ich gucke mal hier rein, hat man hier so eine Übersichtskarte, da gibt es diese verschiedenen Stadtviertel, die gebaut werden können. Und die multiplizieren sich dann immer mit diesen Agoras, die man da auch platziert, die halt diese Sterne beinhalten. Und das gibt einen ganz interessanten Effekt, weil man doch sehr, sehr viele Punkte bekommen kann und das auch so ein One wird darauf, wer kriegt jetzt welche Agora und wer kriegt es jetzt hin, das Richtige zu bauen oder wo nimmt man auch mal jemandem bewusst was weg, damit der nicht noch mehr Punkte sich multiplizieren kann. Hat uns auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, haben wir jetzt in den letzten Wochen ganz häufig gespielt und da ist der Einstieg halt auch super easy, man erklärt das mal zwei, drei Minuten und selbst wer es noch nicht verstanden hat, der spielt dann halt mal 15, 20 Minuten die erste Runde mit und dann ist es sonnenklar, wie es funktioniert und man kann sofort dann die nächste Runde spielen. Hat uns auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ja, ist im Moment jetzt so ein Dauerbrenner, ich sag mal, auf ja, für dieses Einsteigerniveau. Ja, was uns auch überzeugt hat, sind qualitative Aspekte. Ich versuche das mal zu zeigen. Man sieht, das sind ganz ordentlich gemachte Plättchen, die auch dick sind, also nicht nur irgendwie dünne Pappe oder so. Das hat mir auch gefallen. Und es gibt ein kleines Inlay. Ja, da sieht man, ja. Man kann auch mit Pappe ein gutes Inlay bekommen und das fanden wir super. Ja, dann können wir gerne weitermachen mit dem nächsten Spieltipp. Also wir haben noch so ungefähr 10. Ich würde sagen, bei der Geschwindigkeit schaffen wir noch eins. Wir können ja so ein bisschen Schnelldurchlauf so ein bisschen. Ja, du kannst das kurz kann man natürlich auch kurz machen. Kurz in ein, zwei Sätzen vielleicht dann, einfach. Dann zeigt er einfach kurz und sagt hier einen Satz dazu und dann schaffen wir wahrscheinlich noch alle. Dann machen wir noch so ein, zwei und dann können wir ja noch mal ein bisschen ins Gespräch kommen. Für Leute, die wahrscheinlich alleine spielen werden, aber die auch sich für das Thema UFOs und alte Computerspiele interessieren, da empfehlen wir Under Falling Skies. Also man bildet das Spiel, wie hieß das alte Computerspiel? Space Invaders nach mit einem Brettspiel. Das ist extrem gelungen, das können wir sehr empfehlen. Das ist eben ein Ein-Personen-Spiel. Auch mit einem Comic, das dazu gehört, also liebevoll gestaltet. Und man denkt jetzt, da knallt man irgendwelche kleinen UFOs ab. Das kann nicht so interessant sein, das irgendwie mit Würfeln abzubilden. Ist es doch. Also ich bin immer der Meinung, das ist ein gutes Spiel so für die IT-Nerds im Freundeskreis, die sonst irgendwie nur sich mit irgendwelchen irgendwelchen Formeln und Zahlen beschäftigen und
die vielleicht irgendwie mal was brauchen, um sich auch zu Hause mal alleine abzulenken. Dafür ist das, finde ich, eine ganz gute Sache. Und dieses, wie gesagt, dieser Retro-Charme mit dem Space Invaders-Thema macht es einfach aus und macht wirklich Freude und Spaß. Genau, dann haben wir noch Century, die Gewürzstraße, rausgesucht. Das ist ein Spiel, da gibt es einen Mechanismus, der kommt in gleich drei Varianten, also drei verschiedenen Spielen, die sich dann tatsächlich auch kombinieren lassen und zu einem großen Spiel verbünden. Wir können Century, die Gewürzstraße, empfehlen, weil es dabei um darum geht, mit Karten, die wir auf die Hand bekommen, einen Mechanismus zusammenzubauen, mit dem wir möglichst effizient Gewürze bekommen und in andere Gewürze umtauschen können, um punktereiche Karten kaufen zu können. Es ist halt vor allem oft ein leichter Einstieg. Man erklärt so kurz, wie funktioniert das mit diesen Karten. Man kauft halt Karten ein oder spielt die halt entsprechend aus und kann dadurch halt diese Gewürze hin und her tauschen. Und das scheint irgendwie im ersten Augenblick so ein bisschen, ja, was ist jetzt daran so spannend? Aber das kommt schon einfach diese Spannung rein, weil man immer wieder sein eigenes Kartenset zusammenbringt, also eine Art, also einen Deckbuilding-Mechanismus dabei hat, der ganz einfach ist, also der ganz einfach funktioniert. Und wenn man vielleicht jemanden so ein bisschen in diese Richtung mal bringen will oder dem diesen Mechanismus auch mal zeigen möchte, dafür ist das wirklich perfekt und auch so als, ja, ich sag mal, als Absacker für eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde vielleicht, je nachdem, wenn es ein bisschen länger dauert oder Leute länger überlegen, kann man das auch sehr, sehr gut spielen und wie gesagt, zum Verschenken auf jeden Fall super geeignet. Ja, dann ganz schnell weiter. Kryptid wird von einigen gehasst, von anderen wiederum sehr geliebt. Kryptid ist ein Spiel, bei dem wir nur auf abstrakter Ebene nach Monstern jagen. Das heißt, wir müssen durch logische Deduktion rausfinden, wo die sich befinden. Und jeder von uns weiß, hat eine Information über den Aufenthalt. Und wir müssen eben versuchen rauszufinden, wo ist jetzt dieses Monster, indem wir antizipieren, wer hat jetzt welche Informationen. Das klingt alles ein bisschen sehr abstrakt. Für die Leute im Bekanntenkreis, die man schon mal hat sagen hören, das ist aber jetzt unlogisch und die so sehr stark logisch funktionieren, für die ist das ein tolles Spiel. Genau. Okay. Für die anderen vielleicht nicht. Wir haben auch Leute erlebt, die es ganz furchtbar fanden. Also man sollte schon so ein bisschen Rätsel und so Logikrätsel-affin sein. Also wenn man da Leute hat, die auf sowas stehen, da ist das super, da funktioniert es richtig gut. Wenn man jetzt eher Leute hat, die eigentlich nur Actionspiele haben wollen, dann lieber eins vielleicht der anderen Spiele, dann lieber vielleicht ein Burgle Bus oder so. Ja, unser Top-Favorit für das Spiel des Jahres war Top 10 und deshalb müssen wir es hier nochmal mit reinbringen. Ein ganz, ganz tolles Spiel, Partyspiel, das uns dieses Jahr wirklich in ganz vielen Runden begleitet hat und das ist so, macht so viel Spaß einfach, weil man das auch mit so vielen Leuten in unterschiedlicher Variante von, ich sag mal, 4 bis 9 oder 10 Leuten halt spielen kann. Ist auch geeignet irgendwie für, keine Ahnung, die Firmenfeier oder den Geburtstag oder sonst irgendwas und natürlich für den Weihnachtsabend auch. Worum geht's? Wir haben eine Frage beispielsweise, was hatten wir da immer? Wir hatten es vorhin schon kurz vorgestellt, ihr braucht also nicht mehr ausholen. Da müssen wir uns nicht mehr ausholen, aber das ist die Lene haben wir nämlich vorhin schon im Detail erklärt. Aber ihr habt recht, das ist tatsächlich auch allgemein auch ein sehr beliebtes Spiel. Also ich weiß es von Messen, wenn wir unterwegs waren und so, das gehört immer zu den meistverkauften aus Gründen, nämlich, dass es gut ist. Und von daher definitiv eine Empfehlung wert, vor allen Dingen für Gelegenheitsspieler. Okay, Genau. Dann Melanie und Tobias, wir danken euch für die fundierten Empfehlungen und für die Zeit.